Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 11. September. Denen, die nach ihren Herzensgräulen leben, will ich ihr Tun auf ihren Kopf werfen, spricht der Herr. Hesekiel 11, Vers 21. Wenn wir zu den Leuten gehören, die Gott nicht ganz ernst genommen haben, dann kann dies Wort uns zurechtbringen. Wie schrecklich redet hier Gott. Ich will den Sündern ihr Tun auf ihren Kopf werfen. Wenn bei uns jemand von alten Sünden zu reden anfängt, dann heißt es sofort, ach, lass doch das Alte ruhen. Wir wollen unsere Sünden verleugnen. Wir wollen Gras darüber wachsen lassen. Lass doch das Alte ruhen. Unser Textwort sagt, das Alte ruht nicht, Sünden stehen auf. Und zwar will Gott selber dafür sorgen. Ich will den Sündern ihr Tun auf ihren Kopf werfen. Es wird sehr schmerzhaft sein, wenn unsere Sünden aufstehen. Sie werden uns, um im Bilde des Textwortes zu bleiben, noch gewaltig Kopfschmerzen machen. Was wir vielleicht für leichte und lässliche Sünden ansahen, wird uns sehr wehtun. In einer großen Versammlung wurde gesagt, der moderne Mensch kann mit dem Wort Sünde nichts mehr anfangen. Nun, dieser moderne Mensch wird gar nicht mehr zu Wort kommen, wenn Gott ihm seine Sünden an den Kopf wirft. Dann werden seine Sünden mit ihm etwas anfangen. Das ist ja schrecklich, was sollen wir tun? Es gibt einen wundervollen Weg. Warten wir doch nicht ab, bis Gott unsere Sünden uns an den Kopf wirft. Nehmen wir sie doch ernst und werfen wir sie. Wohin? Dem Heiland der Sünder zu Füßen, der für uns am Kreuz starb. Unter Jesu Kreuz werden unsere Sünden endgültig abgetan, ausgestrichen, vergeben. Herr, richte mich jetzt in der Zeit der Gnade. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.